Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei One Deck Dungeon. Diesmal gehen wir zuerst zum ersten Mal in das Hydra Reef. Wir können auch hier die Kaverne nehmen. Ich nehme jetzt das Hydra Reef und ich denke mal, wir nehmen unseren Warrior. Was? Hä, warum? Können wir mehrere auswählen? Choose one or two heroes. Wir können zwei Helden auswählen. Was ist der Unterschied? Okay, wenn wir jetzt das hier machen, dann haben wir 4, 2, 1. Wenn wir den hier jetzt noch nehmen, haben wir 3, 1, 0. Also man verliert von jeder Sorte einen Würfel. Dafür kriegt man was? Ich meine, es ist jetzt natürlich besser so. Wir haben drei verloren hier. Dafür vier gewonnen. Würde mehr Sinn machen, zwei Helden zu schicken. Aber ich denke, wir nehmen jetzt einfach mal den Warrior. Wir haben ja hier unseren True Strike. Wir machen wieder auf dem einfacheren Schwierigkeitsgrad erstmal so schaffen. Sticky Surroundings. Spend one extra at the start of each turn. Okay. Dafür ist am Anfang nicht direkt einfach 5 weg. So, ich muss mich jetzt ein bisschen umgewöhnen. Wir haben jetzt wieder den Warrior und nicht mehr den Archer. True Strike. Gain a 4 of any type. Okay. Das ist aber nur im Kampf. Second Wind. Passt. Och nö, das Eiselementar direkt am Anfang. Das können wir leider knicken. Wobei wir haben jetzt. Starten jetzt auf XP Level 2. Das heißt, das macht es ein bisschen einfacher, aber. Nee. Dafür haben wir zu wenig Magie. Eine Falle. Natürlich Magie und Dex, keine Stärke. Ja. Yeah. Das hier brauchen wir nicht, das ist ein Short Skill, aber ich hätte ganz gerne die XP. Die Frage ist, ob wir das schaffen. Mit drei Würfeln. Ich meine, zumindest die 11 müssen wir ausfüllen können, oder? Zumindest die 11 müssen wir hinkriegen. Nope, tun wir nicht. Warum auch? Wäre ja viel zu einfach. 8, 9, ey. Ah, das ist so räudig. Was war das? Genau, ah, stimmt. Wenn wir Schaden erleiden, kriegen wir zusätzliche Würfel. Was wollte ich ganz gerne haben? Den hier brauchen wir nicht unbedingt. Wir nehmen die XP. Und gehen weiter. Ein Goblin. Mal 8. Aber das ist schon eher unsere Skill-Kategorie, würde ich sagen. Gehen wir rein. Ja. Ne, eine reicht eigentlich. Ich habe das Gefühl, der Warrior ist wesentlich besser als der Bogenschütze. Ist ein bisschen weniger vielseitig, aber ansonsten. So, können wir 4 von irgendwas kriegen? Ich denke, das. Ne, Moment mal, warte mal. Dann geht die 3 dahin. 6, 4. 5, 5. Easy. Loot. Ich weiß, das ist nicht wirklich ein guter Skill. Aber noch eins davon ist eigentlich nicht das, was ich hier unbedingt möchte. Andererseits, die XP bringen uns halt momentan auch nicht wirklich was. So, letzte Tür. Ich brauche
Was? Blaues. Schon wieder blau und lila? Ich dreh durch. Aber wir können zumindest das Ding hier einsetzen. Und es gibt blau. Okay. Magic Shield. Jupp. Hätte ich ganz gern. Wir haben noch den. Also mit drei Würfeln. Zumindest die sechs kriegen wir hin. Wahrscheinlich beide. Ja. So. Das war gut. So. Das ist wichtig. Können wir gut gebrauchen. Das reicht momentan aber noch nicht. Ich denke, wir brauchen zusätzliche Würfel erstmal. Für das Frostelementar. Und ich habe irgendwie so das dumpfe Gefühl, dass wir so oder so bald wieder Schaden erleiden. Eine weitere Falle. Bitte Stärke. Ach, schon Feature, nicht Stärke. Ah, drei Zeiteinheiten sind eine Menge. Was ist das für ein Skill? Könnte gut sein. Das untere können wir knicken. Zumindest die 8 ausfüllen, oder? Was wäre? Es wäre fast beides gegangen. Aber, naja. Eins anders. Naja, wir kriegen Schaden. Kriegen dadurch einen Würfel. Ich hätte ganz gern diesen Skill. So, Frostelle. Könnte machbar sein. Komm, wir machen das. Jo, gib mir den Würfel. Eine 2. Das Ding ist halt jetzt ein bisschen für den Arsch. Jetzt sind die, boah, Würfel aus der Hölle. Das sind ja die Würfel aus der Hölle. Okay, die 1 können wir dafür verwenden. Oh, wir kriegen die nicht tot. Überlegen. Also, das da. Dann. Shit. Machen wir das so. Die 4 da. Die 4 da. Wollen wir die 3 so machen und hoffen, dass wir noch irgendwie eine 6 oder sowas würfeln? Warte mal, wir könnten eine 4 von irgendwas haben. Na komm, gib mir 2 Würfel. Oh. 2 Sechsen. Bringt uns das irgendwas? Vielleicht können wir die 6 hier rauskriegen. Aber die 4 reicht nicht aus. Ne, die 3. Wir bräuchten irgendwie eine 3. Können die 4 da? Nee. Ah, die 2. Ärgerlich. Ich denke, es ist nicht vermeidbar, dass wir noch einen Schadenspunkt kriegen. Das bringt uns auch nicht wirklich was. Würde ich meinen. Ich glaube nicht, dass wir die 6 hier rauskriegen. Wir bräuchten diese 6 hier. Warum nicht einfach sowieso den? Ich meine, das Spiel eigentlich. Na, für den Boss-Fight würde es eine Rolle spielen, aber momentan können wir auch den hier nehmen. Also, wenn ich den jetzt da reinpacken, ey. Das Ding da. 5 könnten wir rausnehmen.
Das reicht halt nicht, wenn wir einen Würfel mehr hätten. Naja. Was willst du tun? Wir leiden die Konsequenzen. Zwei Würfel. Na gut, ich denke mal. Weitere davon oder 4 XP? Erstmal ein weiterer Würfel. Ich glaube, das ist wichtiger. Descent. So, da gehen zwei weg. Perfekt. Ich denke, wir sind ganz gut aufgestellt. Soweit. Okay, Regeneration? Okay, wir brauchen gelb und lila hier vor allen Dingen. Das könnte eigentlich. Das Problem sind halt wieder sind die blöden Fünfen. If any boxes are empty, spend 2. Kriegen wir alle Boxen voll? Das ist die Frage. Ja, wahrscheinlich schon. Ich denke mal schon. Gib mir einen davon. Eine 4, das ist wahrscheinlich ausreichend. Ah, das ist halt die 1 wieder. Würfel aus der Hölle. Was machen wir? Wir müssen alle Boxen ausfüllen. Der geht da rein. So, 6. Zu wenig. Uns fehlt eine 5. Wir kriegen nur eine 4 raus. Ah, ärgerlich. Wir könnten den hierfür verwenden. Die Frage ist, wir müssen jetzt mal gucken, brauchen wir den überhaupt? So, einer von die. Ja. 6 hier, 5 da. Im Prinzip irgendwas müssten wir upgraden können. Die 4 könnte dahin. Wir brauchen eine 5. Ne, wir brauchen 2 Fünfen. Gib mir einen schwarzen, das spielt hier nicht so eine Rolle. Einer kann da rein. Jetzt müssen wir es irgendwie schaffen. Ach, wir bräuchten 2 Fünfen. Wir haben nichts, um Würfel zu upgraden, leider. Ich meine. Eine rosa 5. Bringt uns die was? Die lila 5. Irgendwie nicht, ne? 5, 6. Wir kriegen eine 6 raus. Die 4en. Das wären 2 Zeiteinheiten. Was ist. Ich denke, es ist besser, das hier zu füllen. Wenn wir ehrlich sind. Das hier muss. So gemacht werden. Die Dinge haben wir bereits verwendet. Sind halt. Wir haben nichts zum. Wir brauchen irgendeinen Skill, um Würfel zu erhöhen. Wenn wir 5 und 6 hier rauskriegen, weil. Bringt ja jetzt nichts. Das hier zu. Umzuändern. Wir könnten so eine 5 hinkriegen, aber dann bleibt die 5 halt leer. Wobei, ich meine, das ist nur ein Schaden.
Das ist wahrscheinlich besser, wenn wir das ändern. Wenn wir diese 5 zupappen. Hört sich doof an, aber ich denke, das ist besser so. Naja. Ungünstig gelaufen. Aber was will man tun? 3 Items haben wir bereits. Skill. Ne. Hat sich nicht gelohnt. Hat sich leider nicht gelohnt. Wir könnten mal eine Potion verwenden. Ich denke, wir sind noch eine Weile auf diesem Level. Wir kriegen bestimmt da noch mehr Damage rein. Und ich will nicht irgendwie unbedingt dumm bei einer Falle sterben. Brauchen wir mehr davon? Ich glaube eben nicht. Wobei der Skill ist gut. Destroy it. Was haben wir? 6 Würfel nehmen. 6 Würfel reichen. Dicke. Im schlimmsten Fall bleibt das Ding da leer. Denke ich. Hoffe ich. Ja, das schaffen wir locker. Easy. Der war gut. Dann nehmen wir den Skill. Weil er ist gut, gerade für unsere Klasse. Das ist, Frenzy ist eine gute Fähigkeit, finde ich. Da kann man echt viel machen. Okay. Wir haben 5 davon. Wir können die blauen verwenden, um mehr da, mehr, also wir haben eigentlich, wir haben 5 von diesen Würfeln. Ich denke, das reicht. Skip Heroic Feed. Ich denke, das müssen wir so hinkriegen. Ist wieder ein bisschen ungeil. So. Tja. Der hier, ey. Die 3 ist wichtiger. Ich denke, wir machen das so. Dann gehst du erstmal hier rein. Eine 5 und eine 3. Eine 5 und eine 2. Die 2 ist eher meh. Wobei, wir können die 2 hierfür verwenden. Für sonst sind sie leider nichts zu gebrauchen. Aber das passt. So, und jetzt. Eine 5 da ausfüllen. Die 3 geht da rein. Die 4 ist, wissen wir nicht momentan. Vielleicht tut sich da noch was auf. Dann würde ich sagen, geht das da mal. Das und das. So, dann gehen die erstmal rein. Gucken wir, was wir hier rauskriegen. Eine 6 und eine 4, das passt. Perfekt. Haben wir alles gekriegt? Nice. Nochmal den Skill. Und jetzt alles, ja, dann nehmen wir die XP. XP Level 3. So, wir wollen auf jeden Fall auf XP Level 4 kriegen. Komm. Ich denke, das wäre wichtig. So, schauen wir, was in der letzten Tür noch drin ist. Aber wir können jetzt zumindest wieder. Wir können noch 2 Items holen und einen zusätzlichen Skill. Ich finde es ein bisschen schade, dass XP Level 2 kein zusätzlicher Würfel gibt. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Aber naja. Survivor. If any armor boxes are empty, discard this instead of looting. Okay, wir brauchen eine 3 hier. Müsste machbar sein. 3, 4, 5, das sollte auch kein Problem sein. Ich denke, den kriegen wir hin. Mit unseren Skills. Skip Heroic Feed. Ich glaube, das kriegen wir so hin. Ich zock jetzt ein bisschen. Aber das sind nicht so schlechte Würfe. Das sind nicht so schlechte Würfe. Wir haben das schon mal. Der geht da rein. Was haben wir sonst noch? Die 3. Die 4.
Und die 5, die 6. Das heißt, wir bräuchten jetzt eigentlich noch eine 5. Wir bräuchten eine gelbe 5. Bringen uns die Vieren was? Lassen Sie erstmal das hier machen. Das ist ein No-Brainer. Eine 3 und eine 6. Okay, das reicht. So, damit hätten wir die hier schon mal erschlagen. So, das ist, bleibt eigentlich nur noch dieses Ding hier übrig. Was jetzt natürlich ein bisschen ungünstig ist. Wir müssen einfach hoffen, dass wir jetzt über eine 5 würfeln. Really? Das bringt uns halt auch nichts hier die... Wir haben noch eine 6 drin. Wir haben hier eine 6 drin. Wir kriegen hier eine 4 raus. Und dann hätten wir die 6 übrig. Wir bräuchten aber eine 5 oder eine 6. Es braucht halt auch wieder eine 5. Es müsste irgendwie eine Option geben, dass man das irgendwie erhöhen kann, aber das ist wohl nicht drin. Die Frage ist, nehmen wir 2 Zeiteinheiten oder ein Leben und eine Zeiteinheit? Ich denke, das passt schon so. Wir lassen das so. Ist okay. Ah, wir hätten einen von diesen Würfeln verwenden sollen. Ja, das ist, glaube ich, nicht schlecht. Eine 6 zu kriegen. Das ist ein guter Skill. Und ich glaube, wir können... Ja, da wir maximal 2 kriegen können, sollten wir jedes Mal einen verwenden, wenn wir am Maximum sind. Wenn wir am Limit sind. So. Das ist ein Schleimmonster. Okay. Spend for each one rolled. Okay, ich meine, da können wir nicht wirklich was dagegen tun. Wir brauchen aber Zusatzwürfel, denke ich. Potion. Change two of your non-dice to be sixes. Okay. Alles klar. Ja, nehmen wir einen. Eine 2. 2 sind also super nutzlos. Yikes. Yikes. Das ist ein richtig heftiges Yikes. Aber wir müssen die hier irgendwie... Wir brauchen eine... Wir haben eine 2. Wir haben eine 2. Ist jetzt die Frage. Du gehst dahin. Du gehst da rein. Du da, also wir haben die 2 hierfür übrig. Da ist 2 da, 3 da. Dann bräuchten wir aber, okay, machen wir das hier erstmal. Eine 2 und eine 6. Das ist wahrscheinlich... Könnte ausreichend sein. Wir kriegen da eine 4 raus. Nee. Warte mal, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wir könnten den hier verwenden, um da nochmal 2 von denen zu würfeln. Doch, doch, das... Nee, es geht nicht. Wir haben keine 5. Hä? Bin ich doof? Also, den verwenden wir entweder für eins von den beiden.
Ich meine, das hier können wir so oder so machen. Das schadet ja nicht. Gib mir eine 6. Kann die. Ich weiß nicht. Lassen wir das mal so. So, packen die hier mal rein. Zack. Okay, jetzt hätten wir das. So. Die 4 geht da rein. Und jetzt könnten wir zweimal das Ding nochmal neu würfeln. Bringt uns. Ja, es würde uns. Die 6 brauchen wir nicht. Das heißt, wir machen das so. Wir nehmen eine blaue 4 stattdessen. Die geht hier rein und der geht dann hier rein. Dann können wir da zumindest nochmal neu würfeln. Ich denke, das passt. Gib mir eine. Oder wir können auch eine schwarze 4 nehmen. Im Prinzip auch okay. So. Wobei wir können auch die schwarze 4 reinpacken. Das geht auch. Oh, eine 3 und eine 1. Hat genau gar nichts gebracht. Das war komplett gewastet. Gib mir einen Schadenspunkt. Kann man nichts tun. Aber wenigstens unseren Würfel wieder. Ich denke, das ist okay. Was nehmen wir? Die XP, damit wir zusätzlichen von den Schwarzen kriegen. Oder nehmen wir das? Wenn in der Re Tendenziell haben wir zu wenig von denen. Es fehlt da oftmals einer. Und einmal ein AP mehr ist auch nicht verkehrt. Okay. Einmal bleiben wir noch. Könnte eine Potion verwenden. Warum nicht? Ne, Moment mal, wir heilen zwei nachher, wenn wir runtergehen. Danach können wir eine Potion verwenden. Wir werden jetzt nicht sterben. Ist das ein Gegner? Flames. Before the encounter, one hero loses. Okay. Da haben wir zu wenig blaue. Und wir brauchen blaue und lila zu kriegen. Aber wir können jederzeit das hier verwenden, den dann reinpacken, zwei Lila daraus kriegen. Okay, gehen wir rein. Ich denke mal, wir brauchen hier beide. Ein guter Wurf. Aber das kann man halt vorher nicht wissen, ob die Würfe so gut wären. Das sieht eigentlich gar nicht so übel aus. Also wir brauchen hier erstmal eine 6. Besten Dank, du kommst da rein. 3 haben wir da. 6 hier. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir hier eine 9. Haben zu viele von den Dingern hier. Gib mir mal einen schwarzen davon. Dann würfeln wir hier nochmal 2. 2 Fünfen. Es fehlt eine 6. Es fehlt halt eine 6. Schauen wir mal. Nope. Keine 6. Die eine haben wir da ver. Warte mal. Nee, ist eine, die gelbe 6 kriegen wir hier nicht rein. Die schwarze 6 könnten wir da reinpappen. Dann wäre aber der blaue offen. Das ist im Prinzip Jacke wie Hose. Der Rest passt. Es fehlt einfach nur die 6. Wir haben so viele Würfel übrig und wir können nichts Gescheites damit denen machen. Dammit. Dammit. Okay, Loot. Was ist das? Change any or all of your dices to 4. To 4s. Bringt uns nichts. Ist Quatsch.
Einer mehr davon. Ja, wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Und Descent. So, da sind wir jetzt auf 3 unten. Das geht weg. Perfekt. Aber gut, meine Lieben, an dieser Stelle machen wir erstmal einen Break. Sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Episode wieder hier im Hydra-Riff. Und dann sehen wir, was das dritte Level für uns bereithält. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.